Ja, wir können feststellen, dass ca. 30 bis 40% aller Patienten, die wir hier betreuen, an den akuten oder chronischen Komplikationen einer seltenen Erkrankung leiden. Wir sind hier ein Referenzzentrum, wie viele andere auch in Deutschland. Und die Erfahrung zeigt, dass gerade Kinder mit seltenen Erkrankungen besser betreut sind, wenn sie einen Zugang haben zur Spezialkompetenz ganz verschiedener Disziplinen, wie am Haunerschen Kinderspital. Wir haben hier im Haunerschen Kinderspital das große Privileg, dass wir Experten haben auf allen Teilgebieten der Kindermedizin. Und viele, insbesondere die seltenen Erkrankungen, diese Patienten brauchen Zugang zu hoch ausgebildeten Spezialisten. Und diese Spezialisten müssen zusammenarbeiten. Wir wollen, dass die Spezialisten zum Kind kommen und nicht das kranke Kind an 10 oder 20 verschiedenen Terminen von Spezialist zu Spezialist gereicht wird. Wir wollen hier das Kind im Zentrum haben und alle Spezialisten versammeln sich um das kranke Kind, um dann gemeinsam zu überlegen, wie die beste Therapie für das individuelle Kind ausschaut.